Da ist der Christian von easyinsurance.ch. Freut mich, bist du auch heute wieder dabei. Heute erkläre ich dir den Unterschied zwischen Grund- und Zusatzversicherung. Es geht also um die Krankenkasse oder auch nach Gesetz KVG Grundversicherung, VVG Zusatzversicherung. Beginnen wir mit der Grundversicherung. Wichtig, obligatorisch für alle Leute, die in der Schweiz leben und hier angemeldet sind. Musst du machen, gibt kein Pardon. Dann in der Grundversicherung wichtig, dort hast du immer diese Jahresfranchise und Selbstbehalt. Hierzu gibt es dann noch ein separates Video, wo ich dir erkläre, wie Jahresfranchise und Selbstbehalt funktioniert. Dann, die Grundversicherung deckt Krankheit, Unfall, Schwangerschaft und Geburtsgebrechen. Wichtig, Unfall kannst du ausschließen in der Grundversicherung, sofern du über einen Arbeitgeber versichert bist. Dann, du hast die freie Wahl, du kannst zu jedem Versicherer gehen, der eine Krankenkasse in der Schweiz anbietet. Jeder muss dich aufnehmen. Es braucht keine Gesundheitsdeklaration. Dann kannst du verschiedene Versicherungsmodelle wählen, dass die Prämie günstiger wird, wie zum Beispiel das Telefonmodell, Hausarztmodell, HMO-Modell und so weiter und so fort. Wichtig, Kündigungsfrist in der Grundversicherung ist in der Regel 3 Monate, ist immer ein Jahresvertrag. Wenn die Prämie erhöht wird, wie die letzten 17 Jahre, dann kannst du im Prinzip dann die Krankenkasse noch bis Ende November kündigen, aber aufgepasst, nur die Grundversicherung. Gehen wir weiter zu den Zusatzversicherungen. Die Zusatzversicherungen sind freiwillig, musst du also nicht abschließen, sondern darfst du. Wichtig hierzu ist, bei den Zusatzversicherungen verlangen die meisten Versicherer für die meisten Produkte eine Gesundheitsdeklaration, wo du selber ausfüllen musst, wie groß, wie schwer, was hast du in den letzten 5 Jahren für gesundheitliche Beschwerden gehabt. Aufgrund dessen wird dann entschieden, wir nehmen das Risiko oder wir nehmen es nicht. Nennt man in der Versicherungsfachsprache Underwriting. Wichtig zu wissen ist, Zusatzversicherungen sind immer komplementär zu der Grundversicherung. Das heißt, die Grundversicherung zahlt zuerst und dann die Zusatzversicherung. Zusatzversicherung empfehle ich dir aber aus einem Grund. Und zwar gibt es gewisse Sachen, die in der Grundversicherung zu wenig gut oder gar nicht gedeckt sind. Diese muss man, sollte man absolut zusatzversichern. Es gibt aber dann noch weitere spezielle Bedürfnisse, die abhängig sind, wie du selber dich gibst, was du machen willst. Zum Beispiel gehst du ins Fitness, willst du etwas ans Fitnessabonnement, bist du wie ich Brillen, Kontaktlinsengläser, möchtest du hier einen Beitrag, reist du viel, möchtest dort eine Abdeckung haben, willst du im Spital beispielsweise nicht im allgemeinen Zimmer, sondern im Doppelzimmer oder Einzelzimmer liegen, stehst du auf Komplementär- oder Alternativmedizin, dann sind das Sachen, die du noch zusätzlich versichern kannst und entsprechend dir die Krankenkasse dann einen Beitrag leisten wird. Kündigungsfrist hier in der Regel 3 Monate auf Ende Jahr. Wichtig aber, es gibt Versicherungen, die haben 6 Monate Kündigungsfrist und auch wichtig, es gibt verschiedene Vertragsdauern, 1-Jahresvertrag, 3-Jahresvertrag oder 5-Jahresvertrag, weil die Versicherungsgesellschaft frei ist, was sie dir dort entsprechend anbieten kann. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann bitte kommentiere, teile, like, weiterempfehle es, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, sei easyinsurance.ch. Ciao.